Die Jenny hat uns eine Aufgabe gegeben, um die wir uns jetzt kümmern dürfen. Jenny, das tun wir natürlich gerne. Und zwar ist das eine Extremwertaufgabe, die du uns jetzt zugeschickt hast, uns gegeben hast. Und das möchten wir jetzt einfach mal berechnen. Und zwar heißt es in der Aufgabe wie folgt, ich habe mir das mal mit aufgeschrieben, die Punkte a minus 0 u, das ist dann der Punkt a minus 0 u, b plus 0 und u, minus u und 0, b plus u und 0, dann c plus u und f von u, also eben der dazugehörige y-Wert, die Funktion von u, und d minus u und der Funktionswert von minus u, diese vier Punkte also. Des Graphen von f mit f von x gleich minus x Quadrat plus 9. Wenn es minus x Quadrat ist, wissen wir, das ist eine Parabel, die nach unten geöffnet ist. Plus 9, sie ist bis 9 nach oben verschoben. Das ist der y-Achsenabschnitt. Hier oben haben wir dann also die 9. Das alles als Nebenbei-Informationen bilden ein Rechteck. Und jetzt nochmal der erste Satz in einem. Die Punkte a, b, c und d mit den jeweiligen Koordinaten des Graphen von f mit f von x gleich minus x Quadrat plus 9 bilden ein Rechteck. So, und das sehen wir jetzt hier, dieses Rechteck. Für welches u wird der Flächeninhalt bzw. der Umfang, wir werden uns erstmal um den Flächeninhalt kümmern, für welches u wird der Flächeninhalt des Rechtecks a, b, c, d maximal? Wie groß ist dann der maximale Flächeninhalt? Und beziehungsweise dann auch wieder der Umfang. So, darum werden wir uns jetzt einfach mal in diesem Video kümmern. Und wir schauen uns die ganze Geschichte nochmal an. Die allererste Frage ist, wie berechnen wir überhaupt erst einmal die Fläche? Gut, die Fläche, die berechnet werden soll, a für the area, die Fläche, von unserem u, es geht ja um das u an dieser Stelle, eben diese Fläche a. Wie berechnet sich diese? Wir sagen ja normalerweise, die Fläche eines Rechtecks ist a mal b. Da bliebe jetzt nur noch zu klären, was ist an dieser Stelle a und was ist b. Sagen wir mal, das Ganze hier, die eine Seite davon, ist a. Und diese Geschichte hier ist b. Nach meiner Zeichnung würde ich also jetzt sagen, gleich a, also klein a mal klein b. Wie können wir uns das übersetzen? Dieses kleine a, das ist ja einmal u in die positive Richtung halt, u und dann nochmal minus u. Das heißt letzten Endes vom Betrag her genau die Länge 2u. So, das heißt, das kann ich mir jetzt einfach mal so übersetzen. Ich sage an der Stelle hier, das a ist 2 mal u. Das b, ob ich nun dieses b nehme oder dieses hier, es geht nur um die Höhe hier insgesamt von 0 bis zu diesem höheren Wert und das geht beides mal um den gleichen y-Wert. Also, um welchen y-Wert, also um welches b geht es hier? Ja, um das f von u. Genau dieser Wert hier oben, das ist insgesamt dann das y. Der Wert hier oben, das ist f von u. So, das heißt, dann schreibe ich dahin, das b ist f von u. Das heißt, letzten Endes ist die Fläche folgendes: 2u mal f von u. So, dieses f von u, hier haben wir bereits stehen, die obere Grenze, das soll ja hier drin sein, die obere Grenze in dieser Funktion ist ja f von x gleich minus x Quadrat plus 9. Ob wir das Ding jetzt x nennen, das, was auf der natürlich x-Achse ist, oder ob wir das den Punkt u nennen. An der Stelle von x haben wir den Wert u, f von u. Das heißt, überall, wo das x ist, setzen wir einfach jetzt das u ein und wir gucken, was dann der dazugehörige y-Wert für die Stelle u ist. Das heißt, letzten Endes schauen wir uns mal an. A an der Stelle u ist gleich 2 mal u mal, so, f von x ist minus x Quadrat plus 9. F von u ist also minus u Quadrat plus 9. Muss es dann ja heißen. Also mal f von u. Und f von u, wie wir gerade gesagt hatten, ist minus u Quadrat plus 9. So, und jetzt gucken wir mal, was das letzten Endes ergibt. Also gleich 2u mal minus u Quadrat, jetzt wird er hier wieder so ausgeklammert, ne?
Dieser Faktor vor der Klammer wird mit beiden Summanden innerhalb der Klammer multipliziert. 2u mal minus u Quadrat ist minus 2u hoch 3. Und 2u mal 9 ist dann also insgesamt 18u. Das ist das, was rauskommt. Minus 2u hoch 3 plus 18u. Das ist das, was man bei diesen Extremwertaufgaben die Zielfunktion nennt. Um die geht es. Diese Fläche gilt es ja zu maximieren. Wir müssen überlegen, was sollen wir denn eigentlich maximieren? Genau diese Fläche hier. Diese Fläche, die wir jetzt hier rausbekommen haben, in diesem Zusammenhang, die gilt es zu maximieren. Das ist unser Ziel. Entsprechend nennen wir das hier die Zielfunktion. So, unser f von u war eine Hilfsfunktion. Und hier haben wir unsere Zielfunktion. Die gilt es jetzt zu maximieren. So, wenn wir diese ganze Geschichte hier einmal grafisch darstellen, verzeiht mir, dass ich dazu nur eine kleine Skizze gebrauche, dann können wir uns vorstellen, je nachdem wie groß das u ist, irgend so ein Verlauf, ich werde jetzt mal einen generellen Verlauf bringen von so einer Extremwertaufgabe, dann wird er sagen, je nachdem wie groß du dein u wählst, je kleiner, desto kleiner ist insgesamt die Fläche, je größer du mit dem u wirst, desto größer wird es dann und wenn du dann zu groß mit dem u wirst, ist die Fläche insgesamt wieder kleiner. So ein Verlauf in die Richtung, sowas ungefähr wird es dann geben. Wie das an dieser Stelle aussieht, habe ich noch nicht geprüft, keine Ahnung. Kann hier noch ein bisschen anders aussehen. Auf jeden Fall ist die Geschichte bei den Extremwertaufgaben, dass es einen Punkt gibt, an dem wir ein Extrem haben. Ich weiß auch, dass es hier, weil es hoch 3 ist, anders aussieht. Es geht noch in den negativen Bereich und so weiter. Wenn du jetzt in den Taschenrechner was eingibst, sieht das garantiert anders aus als das. Aber die generelle Geschichte von Extremwertaufgaben sagt einfach, dass wir einen speziellen Verlauf haben und in diesem Verlauf gibt es eben eine bestimmte Extrem, also ein bestimmtes Extrem. Und genau um dieses Extrem geht es. Diesen obersten Punkt hier. Das heißt, wir gucken uns die Ableitung davon an, sprich die Steigung. Wir sehen nämlich, dass genau bei diesem Extremwert die Steigung 0 ist. Die erste Ableitung einer Funktion ist die Steigung. Also werden wir gucken, wo ist die erste Ableitung gleich 0, sprich die Steigung 0. Denn genau da, wo die Steigung 0 ist, haben wir dann einen Extrempunkt, ein Maximum oder halt ein Minimum. So, und jetzt werden wir das mal gucken. Das heißt, wir müssen uns erstmal angucken, was ist von diesem a von u die Ableitung. Die erste Ableitung, a' von u, ist, ja, nach allen Regeln der Kunst abgeleitet, Exponenten als Faktor nach vorne holen, dann haben wir minus 6 mal u und aus dem Exponenten 3 wird jetzt eine 2. Minus 6u Quadrat. Plus und 18u abgeleitet ist nur noch 18. Das ist also die erste Ableitung. Und die, wie gesagt, müssen wir 0 setzen. Wir müssen uns angucken, wo ist die erste Ableitung 0. Also minus 6u Quadrat plus 18 soll 0 sein. Dann sage ich jetzt plus 6u Quadrat. Und ich mache das immer so, das, was wir suchen, packe ich auf die linke Seite. Ich werde das also jetzt nicht rechts hinschreiben, sondern 6u Quadrat schreibe ich gleich auf die linke Seite. 6u Quadrat gleich und die 18, die jetzt auf der linken Seite stehen würde, packe ich auf die rechte Seite. Weil ich persönlich es mir immer angewöhne, das, was wir suchen, auf die linke Seite zu packen. Wir wollen nicht wissen, was ist 6u Quadrat, also teilen wir durch 6. Es reicht, wenn wir es 1u Quadrat haben. 1u Quadrat ist 18 geteilt durch 6, 3. Wir wollen aber nicht wissen, was u Quadrat ist, sondern nur, was u ist. Also ziehen wir die Wurzel. Dann haben wir stehen u gleich die Wurzel aus 3. Beim Wurzelziehen, dürfen wir nicht vergessen, ist es sowohl positiv als auch negativ. Ich könnte jetzt also hinschreiben plus minus Wurzel 3. Das wäre die mathematisch absolut richtige Sache. Allerdings ist es an dieser Stelle für diese Aufgabe egal, ob ich sage, wenn wir für u plus 3, Wurzel 3 wählen oder minus Wurzel 3, es ist das gleiche. Wenn ich für u minus Wurzel 3 wähle, dann ist mein Punkt a nicht hier, sondern minus u, also minus minus Wurzel 3, dann dort. Und b wäre dann hier, dann hätten wir a, b, c, d, das heißt, es wäre dann andersrum.
Ich hoffe, damit kommst du klar. Ich werde es einfach mal schreiben, plus bzw. minus Wurzel 3. Es wird nachher total egal sein, was wir davon einsetzen. Auf jeden Fall für u müssen wir plus bzw. minus Wurzel 3 einsetzen. Was davon ist egal. Es kommt aufs Gleiche hinaus. Damit ist diese Frage erstmal beantwortet. Für u gleich Wurzel 3. Und dann heißt die Frage ja, wie groß ist dann die Fläche? Und das wollen wir jetzt einfach nochmal uns anschauen. Wir wissen ja, die Fläche war minus 2u hoch 3 plus 18u. Diesen ganzen Rest jetzt hier mache ich mal weg. Das braucht man nicht mehr, das war nur zur Extremwertbestimmung. Also, wie groß ist dann die Fläche? Die Fläche, hier hatten wir die Funktion dafür. Also, a an der Stelle, und zwar plus bzw. minus Wurzel 3. Ich werde jetzt einfach mal Wurzel 3 einsetzen. So. Ist gleich, jetzt heißt es hier, minus 2 mal Wurzel 3 hoch 3 plus 18 mal, ja und wieder u, also mal wieder Wurzel 3. Und wenn du das jetzt in den Taschenrechner eingibst, dann werden wir gleich Folgendes feststellen. Und zwar, das hatte ich mir mit aufgeschrieben, was da rauskommt. Irgendwas knapp über 20 war das. Dann haben wir 20,78. Genau, gleich 20,78 Feldeinheiten nenne ich das dann mal. 20,78 Feldeinheiten. Die nächste Frage war ja dann die bezüglich des Umfanges. Wann wird der Umfang maximal? Und da überlegen wir, wie sieht das mit dem Umfang aus? Von u aus. Der Umfang ist ja das hier einmal rum. Ne? Das ist, wie lang wäre das Seil, wenn wir hier einmal kompletten Seilspür lang ziehen würden? Also das hier einmal, also a plus b plus nochmal a plus nochmal b. Wir hätten zweimal a und zweimal b. Also man kann auch sagen zweimal a plus b. So könnte man es nennen. Gut, jetzt überlegen wir. Das ist gleich a, hatten wir vorhin gesagt, ist 2u. Gleich 2 mal, ja und a war 2u, plus, ja und b war f von u. Das hatten wir auch vorhin bereits gehabt. So, das jetzt nur noch als Wiederholung. So sehe das dann aus. Das wäre also gleich, wenn ich das jetzt ausklammer, 2 mal 2u ist 4u, plus, ja und 2 mal f von u ist halt 2 mal f von u. So, und wir überlegen nochmal, was war nochmal f von u? Also gleich 4u plus 2 mal, und f von u war ja, ne, wir hatten vorhin gesagt, x, also f von x ist minus x² plus 9. Und f von u ist, das hatten wir vorhin schon, minus u² plus 9. Dann überlegen wir weiter, was ist das dann? 4u. Und 2 mal minus u Quadrat ist also minus 2u Quadrat. Und 2 mal 9 ist dann plus 18 also. So, das Ganze würde ich jetzt noch ordnen, weil ich das immer vom größten Exponenten nach unten geordnet mache. Ich persönlich einfach. Minus 2u Quadrat plus 4u plus 18 ist so eine... Vielleicht eine Eigenart von mir, so eine Geschmackssache, dass ich immer mit dem Höchsten beginne. Machen aber viele so. So, das ist jetzt wiederum unsere Zielfunktion. Um die geht es. Die gilt es jetzt zu maximieren. Und zwar nach genau gleicher Art, wie wir es eben gerade gemacht haben. Wir müssen die erste Ableitung davon 0 setzen. Schauen wir uns an, was ist die erste Ableitung davon? U' von u ist gleich... Ja, auch hier wieder Exponenten als Faktor nach vorne holen. Minus 4u plus, ja und 4u abgeleitet ist dann 4 plus, ja und 18 ist ja schon nichts mehr. Gilt ja schon gar nicht mehr. 18 abgeleitet, das ist eine ganz normale Konstante. Wenn ich die ableite, habe ich nichts mehr übrig. Minus 4u plus 4. Das ist also die erste Ableitung. Und genau die soll ich ja 0 setzen. Also, das mache ich jetzt mal hier. Minus 4u plus 4 gleich 0 gesetzt.